Herzlich willkommen bei einem weiteren Shoutcast von mir. Mein Name ist Lil Yoshi. Wir sind diesmal auf der Map Steps of War, auch Felder des Krieges genannt. Und zwar ist es ein Zerg Mirror Match. Zwar Extremis gegen Carpathian. Nehmen wir einfach Carper. Ist kürzer und angenehmer, finde ich. Ja. Einmal grün und einmal rot, also ist in diesem Sinne ein eigens erstelltes Spiel. Holen wir uns einmal das Production Lab, mal schauen, was beide vorhaben. Wir sehen bei Carper, ja, die Drohnen produziert, Overlord ist keiner im Bau, mal schauen, was er vorhat, holt sich jetzt aber das Gas und setzt direkt eine weitere Drohne an. Im Gegenzug haben wir hier direkt auf den Brutschleimbull gespart, das heißt, wir haben im Prinzip einen Six-Bull gehabt und sehr, sehr früh Zerglinge. Wenn wir schauen, wann Carper danach zieht, Carper hat jetzt ebenfalls ja, einen ja, 10-Bull, kann man so nicht sagen, im Prinzip einen 11-Bull bzw. einen 12-Bull, aber tut ja nichts zur Sache, weil er holt sich jetzt nebenbei noch das Gas. Mal schauen, würde ich sagen, wenn beide so früh gehen, vor allem wenn Extreme so früh auf den Brutschleimbull gegangen ist, wieder hat er sehr früh Zerklinge, wird direkt angehen. Mal schauen, ob wir dann auf Seiten von Carper ein Banelingnest sehen. Schauen wir mal, beide Seiten wissen nichts voneinander, also sehen es mehr oder weniger auf einen Rush an, und da haben wir auch auf Seiten von Extreme die ersten vier bzw. jetzt die sechs Zerklinge, aber auch Carper jeden Moment fertig. Haben wir hier eine Königin? Nein, wir haben keine Königin, aber schauen wir uns einmal das gegenseitige Einkommen an. Gut, da hat Carper auf jeden, also Carpathian hat auf jeden Fall weitaus, also weitaus, hat jetzt 11 Drohnen mehr. Und schauen wir mal, was haben wir hier, hier, hier. Ja, haben wir Zerklinge, wird sich bemerkbar machen, aber von den Units her einmal 8 Zerklinge, einmal 4 Zerklinge, da geht auf jeden Fall was. Und damals Production. Und da sehen wir auch, von Carpathian kommt mittlerweile das Berstling-Nest. Und ja, auch Banelingnest genannt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf Englisch heißt, das Nest. Ne? Ist ja auch nicht so wichtig, denn ich spiele ja mit dem Deutschen und ich caste ja auch vorwiegend eigentlich, ich caste eigentlich nur auf Deutsch. Ne? Ja, da bewegt sich Extreme jetzt raus, wurde aber gesehen von Carper. Mal schauen, ob er zurückgeht. Das heißt, Carpathian könnte im Prinzip direkt auf die Eco gehen, hätte aber dann nichts mehr hinten, beziehungsweise hat nur zwei hinten und da kommen weitere zwei. Das heißt, es sind vier. Hat jetzt die Möglichkeit, ne, tut aber aus irgendeinem Grund nichts, hat hier die Banelinge und setzt an, da haben wir einen Stachelgabler und hier haben wir einen zweiten. Okay, wenn die rechtzeitig fertig wären, macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Die Banelinge wären gleich fertig, das heißt, die können da einiges erstellen und zack und zack und zack, drei Banelinge gegen die ganzen Zerklinge, das heißt, die Stachelgrabler werden auf jeden Fall fertig. Und da kommen die nächsten Banelinge, denn er hat das Gas, aber im Gegenzug ja, kommt jetzt die Schabenhöhle von Xtreme, aber mal schauen, ob es das noch bringt, weil gehen wir mal aufs Unitab. Wir haben jetzt hier vier Banelinge, zwei Zerklinge, die reißen auf jeden Fall einiges an Schaden rein. Mal schauen und von der Eco gehen wir aufs Einkommen. Es sind zwei weitere Zerklinge da. Wird sich gleich anpassen, aber jetzt haben wir nur noch fünf Stück. Ne? Hat auf jeden Fall was mitreißen können. Jetzt noch einen einzigen, der praktisch Ressourcen besorgt, aber Extreme hat halt Ressourcen. Hat noch Ressourcen. Das Problem, was er aber hat, ja, er hat einfach keine Drohnen mehr, hat jetzt da auch weitere Zerglinge gebaut, hat auf jeden Fall Carper besser gelöst, hat zwei Stachelgabler, das heißt, da passiert nicht wirklich was. Zerglinge sind danach, hat aber kein Einkommen mehr. Braucht auf jeden Fall für die Schabenhöhle das Gas, was einfach nicht vorhanden ist. Und da kommen die nächsten Banelinge. Naja, zwei Banelinge für eine Drohne. Für eine Drohne, da hätte er halt noch kurz warten sollen. Ich würde sagen, das ist ein relativ sehr, sehr kurzes Spiel, aber mal schauen, was noch kommt. Da ist jetzt eine Königin kommen. Muss halt aufpassen, kann sich aber da noch verteidigen. Gehen wir wieder aufs Production. Hoppala, jetzt habe ich es unabsichtlich angehalten, war der falsche Shortcut, tut mir leid. Ja, und
Ja, wenn wir das jetzt sehen vom Einkommen her, da ist einfach mehr Einkommen auch da. Vor allem da jetzt einfach so gut wie nichts da ist auf Seiten von Extreme, der jetzt auch die Königin zum Defenden einsetzt, könnte natürlich auch Larven produzieren, würde ihn auf jeden Fall helfen, auch wenn er das Einkommen im Moment nicht hat, um wirklich weitere Drohnen zu pumpen. Ja, und da kommen die nächsten Zerglinge. Da hat Kaper auf jeden Fall einiges mehr. Also Gabathion hat halt das Einkommen, nutzt doch die Königin und kann auch mehr pumpen. Schauen wir mal, Upgrade, na, kann nicht sein, weil immer noch der Bau, die Brutstätte da ist. Da kommt aber das Tech-Upgrade. Da haben wir jetzt vier Zerglinge plus die Königin. Ja gut, kann einiges abgewehrt werden. Würde aber trotzdem ja, Kryptomar vielleicht nicht unbedingt setzen, weil ja auch der Kaibäfchen damit schneller vorankommt. Aber auf jeden Fall würde ich hergehen und die Larven setzen, ne? Weil man sieht es 0 von 0. Gut, es geht sich zwar zeitmäßig im Moment gut aus, aber wenn er zum Beispiel auch Schaben haben will, ja, sollte er auch nebenbei zumindest eine ins Gas schicken, damit das der Fall ist. Wir haben gesehen, 12 weitere Zerglinge sind im Bau gegeben. Metabolismus-Schub ist nicht drinnen. Von den Ressourcen her wäre es kein Problem. Aber da kommen die nächsten Bändlinge, ja. Und die Bändlinge werden sich jetzt natürlich da wieder die Eco holen. Schauen wir mal, mittlerweile haben wir wieder 10 Drohnen, holt sich jetzt auch das Gas. Das heißt, würde sich jetzt halbwegs wieder erholen. Im Gegenzug, Kaibäfchen hat aber 14 Drohnen im Bau. Ja, und da werden wir jetzt wunderschön sehen, wie die das zerstören. Na, komm schon rein, ich will das aus der Nähe sehen. Und da geht's direkt los und BAM! Wieder die ganze Eco hin. Ja, da wird aber jetzt auch die Königin von Kaibäfchen surrounded und ist zerstört. Ja, da kann Extreme nichts mehr machen. Er hat kein Einkommen mehr. Er besitzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Drohnen. Besitzt eine Schabe, aber die Schabe wird surrounded und ja, gut, da ist noch ein Zergling gefallen, aber es war's auch. Da hat Extreme auch direkt das Spiel verlassen. Ja, sei dazu gesagt, Kaibäfchen hat halt dazu tendiert, hat hier zwei Stachelgrabler gebaut, die Bähnlinge hier hat unten noch ein paar Zerglinge gehabt, hat die nicht zurückgezogen, da daraus drei Bähnlinge gemacht und mehr oder weniger die gesamten Zerglinge praktisch gekillt, ne? Indem er es mit Säure übergossen hat, mehr oder weniger. Dadurch sind auch die Stachelgrabler fertig worden. Das heißt, die Zerglinge hätten nicht mehr so viel Schaden angerichtet, war auch auf mehr, ist länger auf die Eco gegangen, hat im Pool später gesetzt. Extreme hat ihn zwar früher gesetzt, ist aber ja eventuell zu spät losgegangen. Vor allem, er hätte das da nicht verlieren dürfen. Durch die Bänlinge, der wäre es ganz anders ausgegangen. Jetzt muss man halt richtig gut micron gegen die Bänlinge. Die Schaben wären jetzt sicher gut gewesen, aber er hat sich einfach vom Echo Crush praktisch nicht mehr erholt und das war es auch. Ja, es war zwar kurz, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann klickt doch bitte auf den Magisch-Button und abonniert mich. In diesem Sinne, euer Lil Yoshi.